Wir waren 60 Kilometer westlich von München und haben die Gemeinde Scheuring besucht. Scheuring liegt im Tal des Lechs und des kleinen Mühlbachs. Der Mühlbach fließt direkt durch den Ort und der Lech etwas außerhalb an Scheuring vorbei. Und um den Lech geht es heute. Denn ein Scheuringer hat uns gezeigt, wo man den Sommer hier am allerbesten genießen kann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben hier noch einen Spot hier in Scheuring entdeckt. Und zwar den Badeplatz hier in Scheuring. Und da haben wir den Bodo kennengelernt. Ja. Hallo Bodo. Ja, du hallo. Bist hier, du bist der Bademeister, oder? Ja, Bademeister möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin derjenige, der wo halt da am Anfang da war, vor 20 Jahren den Platz zu retten, weil der wäre ja zugemacht worden. Warum? Und weil da waren also 15 Feuerstellen so und da hat es mit Müll übel ausgeschaut. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, so geht es nicht mehr weiter, wir pflanzen das an, wir machen das zu. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kümmern uns drum, wir machen hier zwei offizielle Feuerstellen und die sollen noch sauber gehalten werden. Und man sieht, jetzt ist ja sehr sauber und alles schön. Es sind jetzt zwei offizielle Feuerstellen. Mhm. Und ja. Das heißt, du kümmerst dich einfach so ein bisschen, dass hier ja, nicht der Müll rumliegen bleibt. Nicht nur ich, also mir helfen schon ein paar mit so. Und, aber ich bin halt immer die treibende Kraft und sage halt, jetzt müssen wir wieder was machen oder jetzt müssen wir hier mal wieder raus und ein bisschen sauber machen. Oder dann zum Beispiel diese Bäume haben wir vor 3 Jahren gepflanzt hier dran, dass wir mal einen Schatten haben, weil es normalerweise scheint die Sonne sehr stark hier immer her. Wir haben jetzt hier gerade eine Wolke über uns, gell, die so ein bisschen, wo ein bisschen tröpfelt sogar. Heute durch Zufall eine Wolke, die wo einfach... Aber es ist trotzdem heiß, genau. Aber es war ein sehr schöner Platz. Ja. Man merkt jetzt gar nicht, gell, dass das der Lech ist, weil er ja hier... Also schon gestaut wird an der Stelle, er wird hier gestaut und durch diese Insel, also wenn er strömt... Ach, ist das eine Insel da drüben? Also, nee, das ist keine Insel. Das ist nicht hier, Insel. Hier drüben ist eine kleine Insel und hier drüben ist eine kleine Insel. Und früher ist er halt praktisch hier durchgelaufen und da war er schon ziemlich strömig, also bevor sie die Staustufe hingebaut haben. Kennst und du das noch vorher? Ja, da war ich 4 Jahre alt, also mit dem Opa ab und zu raus, wo sie das alles gebaut haben. So. Ja. Und darum ist es hier also praktisch schon ein Platz, wo es keine Strömung hat und wo man sich aufhalten kann und wo halt eigentlich bis jetzt sehr wenig passiert ist, muss man sagen. Ja. Ja, vielen Dank, Bodo. Idylle pur, dass du uns das hier gezeigt hast. Ja. Danke. Ja. Und von dieser Idylle fahren wir jetzt ein bisschen nach Norden und besuchen die Staustufe 20. Hier wird gerade gebaut, und zwar eine Fischtreppe. Herr Danner ist Projektleiter dort und zeigt uns nach einer kurzen Unterbrechung diese sehr interessante Baustelle. Wir sind in Scheuring und besuchen den Lech. Hier wird gerade aufwendig gebaut, damit die Fische wieder flussaufwärts schwimmen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier außerhalb von Scheuring und zwar an einer der Lechstaustufen. Und hier ist gerade eine große Baustelle und da erzählt uns der Herr Danner gleich, was hier gerade gebaut wird. Herr Danner, jetzt müssen wir mal von Anfang anfangen. Hier ist der Lech und der Lech ist unterteilt in so Staustufen, gell? Wie viele gibt's da? Er ist in 21 Stufen, es ist durchnummeriert. Mhm. Also ursprünglich von der Stufe 1 Falkensee bis hier runter, wir sind hier an der Stufe 20. Aha, okay. Und wann wurde das gemacht? Diese Stufe wurde jetzt in den 80er, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre gebaut und ist eben jetzt dran mit einer Fischaufstiegsanlage ausgestattet. Okay, also weil damals hat man da nicht dran gedacht, ob das für die Fische ein Problem sein könnte. Das war damals noch kein Thema, das ist völlig klar. Und jetzt muss man halt nachrüsten. Es gibt die Wasserrahmenrichtlinie, die uns bis zum Jahr 2027 zwingt, diese Stufen wieder durchgängig zu gestalten für Fische. Und aber das heißt, die Fische, die schwimmen flussaufwärts zum Ableichen, oder? Wohin wollen die immer schwimmen? Ja, wir sind jetzt nicht am Rhein, wo eben der Lachs diese Laichzüge durchgehen muss. Wir haben also hier diese Fischart nicht, aber es ist natürlich so, dass die Fische, die auch hier im Lech heimisch waren, natürlich nicht auf kurze Strecken eingesperrt werden können, sondern auch die brauchen natürlich ihre Laichgewässer. Die müssen in kleinere Gewässer wandern können und das ist momentan durch diese enge Unterbindung, durch die Kraftwerke, durch die Wehre eben nicht möglich. Und das heißt, dann haben die nicht abgeleicht oder wie, wenn die nicht die weit konnten genug? Ableichen, aber halt nur unter sehr schwierigen Bedingungen, weil eben keine kleinen Bäche angeschlossen sind, wo sie ihre Laichsubstrate finden, dann ist es eben bisher nicht möglich. Und welche Fische sind das zum Beispiel, die hier sind? Ja, das sind zum Beispiel Forellen oder der Huchen. Das sind eben gerade so diese Fische, die eben Strömungen lieben. Und der Lech ist eben ein Gebirgsfluss und war ehemals halt geprägt durch viel Geschiebe. Und diese Geschiebetriebe, die fehlen jetzt und auch die Anbindungen an diese Nebengewässer sind zum Teil eben nicht mehr vorhanden oder abgesperrt. Okay, und das will man jetzt
durch den Bau dieser Fischaufstiegsanlagen wiederherstellen. Und das heißt, jetzt wird jetzt ein kleiner Bach angelegt, der diese ganze Stufe umschippert sozusagen. Ja, ganz genau. Also diese 10 Meter Fallhöhe am Kraftwerk wird praktisch jetzt unterteilt in rund 80 kleine Stufen, die also die Fische, auch schwimmschwächere Fische, einfach überwinden können. Okay. Und wo stehen wir jetzt hier? Was passiert hier gerade? Wir stehen jetzt hier praktisch an der Stelle, wo später der Fischpass vom Oberwasser in den Umgehungsbach abgeleitet wird. Also an dieser Stelle fließt dann Wasser, rund 800 Liter pro Sekunde, es ist also ein ansehnlicher Bach, fließt dann durch unser technisches Bauwerk in das Gerinne und wird unten dann wieder im Unterwasser des Kraftwerks wieder an den Lech angebunden. Okay, dann gehen wir mal zu dem Bauwerk, was jetzt schon alles hier passiert ist, oder? Schauen wir uns das mal genauer an. Okay, was sieht man jetzt hier, Herr Danner? Ja, hier sehen wir schon das Ausstiegsbauwerk aus dem Unterwasser. Da sind wir schon relativ weit jetzt. Also man sieht hier die einzelnen Unterteilungen der Becken. Das sind also praktisch diese Untertrennungen, die es den Fischen ermöglicht, in relativ kleinen Höhenstufen dann diese Höhendifferenz von hier doch immerhin gut 5 Meter zu überwinden. Das, also das heißt, die Becken, meinen Sie jetzt diese U-Hackerl, die da so rauskommen, diese Betonhackerl? Jawohl. Ah ja, damit das Wasser da so eine Drehung macht, oder? Wie funktioniert das? Das Wasser dann? Wird praktisch, das schießt hier nicht geradeaus durch, sonst würde das ja zu schnell werden und schwimmschwache Fische würden das nicht schaffen. So bremst es die Geschwindigkeit des Wassers aus und es ergeben sich immer wieder Ruhebereiche, wo die Fische sich auch wieder ausruhen können. Ah, weil das ist schon auch für die ein Kraftakt, ja, oder? Ja, natürlich. Schon, klar, wenn man sich vorstellt, das sind ja nicht nur meterige Fische. Also der Bemessungsfisch ist hier der Huchen mit 1 Meter, also auch der kommt hier durch. 1 Meter groß ist der? Jawohl. Aber es sollen natürlich auch schwimmschwächere Fische diese Schwellen überwinden können. Und dann ist es eben notwendig, dass man das auf kleine Schritte unterteilt. Und wie viel Kilometer muss der Fisch überwinden, bis er dann da oben ist? Ja, das sind nur einige 100 Meter, das sind ca. 300 Meter. Also es ist nicht schwierig. Nicht so lang. Aber die größten Höhendifferenzen werden eben in diesen Betonbauwerken hier und eben oben am Oberwasser überwunden. Ja, im Bach selber ist dann die Strömung relativ gering. Das ist auch eine gewisse Ruhezone dann. Sie sehen es auch nachher. Da sind auch dann Strukturelemente da, wo die Fische also nicht nur durchwandern sollen, sondern ja auch als Lebensraum das sich selber wieder. Dass sie mal so einen kleinen Bach daneben haben, wo sie eigentlich bleiben können auch. Und wir haben auch die Erfahrungen an bereits existierenden Aufstiegsanlagen, dass die Fische eben diese Strukturen sehr gut annehmen und auch in diesen Bächen dort oben auch ableichen. Also es ist auch Kinderstube für die Fische. Ach süß. Ja. Dann gehen wir mal runter. Ja. Also und hier entsteht jetzt dieser kleine Bach. Oder kann ich mir den so klein vorstellen? Nee, 800 Liter pro Sekunde ist gar nicht so klein, oder? 800 Liter ist schon ein ansehnlicher Bach. Ja, ganz genau. Und wenn Sie hier so sehen, also das soll jetzt eben nicht nur eine Durchgangspassage für Fische werden, wo sie möglichst schnell von A nach B kommen, sondern soll natürlich auch die Fische einen Lebensraum wiedergeben, den sie früher durch die Anbindung von kleinen Seitengewässern hatten. Und deswegen eben der Einbau, so wie man es hier sieht, von Wasserbausteinen, von Schroppen, von Wurzelstöcken, dass die Fische, auch die kleinen Fische zum Beispiel, hier auch Unterschlupf haben und mal sich ausruhen können. Weil im normalen Gerinne, das sehr schmal ist, ist die Strömung relativ hoch. Und dann brauchen die auch mal Ruhephasen. Und da sind dann eben solche breiteren Bereiche, wo die Strömung nachlässt, einfach Unterschlupf und eine Pausenstätte, eine Raststätte für die Fische. Aber das wird dann ein richtig idyllischer Bach, oder? Wenn Sie das in 2, 3 Jahren sehen, wenn sich das alles die Natur ein bisschen rückerobert hat, dann wirkt das wie, wenn das noch nie technisch gewesen wäre, sondern dann ist das wie ein natürlicher Bach. Ui, dann müssen wir in 2 Jahren nochmal herkommen. Genau, in Unterbergen können Sie sich anschauen. Da haben wir vor 3 Jahren Ähnliches gemacht. Da haben sich die Strukturen schon recht schön entwickelt. Okay, dann schauen wir mal weiter runter, oder? Ja. Warum sind da jetzt diese Holzbohlen? Das hat einfach den Effekt, also A, es soll die Strömung gebrochen werden, dass also nicht hier eine Schussrinne entsteht, wo die Strömungsgeschwindigkeit so hoch wird, sondern es sollen einzelne kleinere Bereiche werden, die Stufen praktisch bilden. Und die Eichenbohlen deswegen, weil sollte die Strömung an einem dieser Schlitze nicht exakt passen, dann kann man also mit dem Hobel oder mit der Säge nochmal nacharbeiten, damit es dann wirklich auch sauber die entsprechende Breiten und die Strömungsgeschwindigkeit auch einzuhalten sind. Und wann wird das jetzt fertig sein? Wir erwarten, dass wir im Oktober so die letzten Arbeiten machen wollen, so ab September mal die ersten Versuche mit Wasser fahren. Da werden wir natürlich noch einiges nachbessern. Aber im Oktober soll das Ganze dann. Und wird man dann, wenn es fertig ist, hier die Fische springen sehen? Ja, springen nicht. Aber also wenn Sie klares Wasser haben, der Lech ist ja nicht immer klar, aber wenn das Wasser klar ist, dann sehen Sie da drin die Fische durchaus schwimmen. Ja. Und zwar in allen Größen. Ja? Also diese Erfahrung haben wir aus den anderen bereits bestehenden Anlagen schon gemacht. Okay. Da werfen wir noch einen kurzen Blick ins Kraftwerk. Jetzt sind wir an der eigentlichen Verursacher für unsere Baustelle, nämlich an dem Kraftwerk selber, wo eben die Energie des Wassers den Strom
gewonnen. Ja, das heißt, in diesen riesigen, was ist, wie nennt man das, Rohren oder was sagt man da? Das ist die Turbine. Das ist die Turbinenröhre. Okay, wo die 10 Meter jetzt dem freien Fall mehr oder weniger das Wasser da aufgefangen wird. Hier arbeiten wir den Wasserdruck, der zwischen Ober- und Unterwasser ansteht, arbeiten wir durch die Turbine ab und wird der Strom umgewandelt. Ja. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, Herr Danner, dass Sie uns das gezeigt haben. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel von der Lechstaustufe Nummer. Welche Nummer sind wir hier? Jetzt sind wir in 20. Lechstaustufe 20. Machen Sie es gut. Wiederschauen.